Hallo und willkommen zurück zu Deponia. Im letzten Part haben wir es bis aufs Dach geschafft und haben einen Organon-Kreuzer gesehen. Und jetzt fragen wir uns, ist das alles wirklich so, wie es sein soll? Oder werden wir hier verarscht? Auf gut Deutsch gesagt. So, Notbot. Was haben wir hier? Elysium. Ich war noch nie so nah dran. Ja. Flagge. Das ist nicht der Stoff, aus dem Helden gemacht sind. So viel steht fest. Kannst du hier runterholen? Ich spare mir meine telekinetischen Kräfte. Kannst du nicht? Okay, Hebel. Drück ihn mal, vielleicht geht's dann. Ja, jetzt geht's. Okay, alles klar. Dann haben wir noch Flaggenmast. In Elysium werden sie mich mit wehenden Fahnen begrüßen. Und Konfetti. Oh Junge, ich liebe Konfetti. Schnörkel? Dieser Schnörkel unterscheidet sich von den anderen. Sympathisch. Nimm den mal. Vielleicht brauchen wir den noch. Was haben wir hier? Notbot. Was ist denn das eigentlich? Was für eine Schönheit. Stark. Robust und bis auf ein paar Schrammen noch prima in Schuss. Ach ja, Spiegelungen im Fenster sind schon was Tolles. Warum eigentlich nicht? Geht nicht. Ach so, die Aufstiegscodes, da war ja was. Alles klar, gut. Gehen wir zum Fahrstuhl, weil hier ist ja nichts weiter. Nee. Gehen wir zum Aufstieg. Zum Fahrstuhl, nicht zum Aufstieg. Genau. Und dann gehen wir hier wieder zur Bahnhofshalle. Sapperlot, das sind doch dieselben Organons, die Goal bedroht haben. Vielleicht haben sie diesen Klitus geschnappt. Dachte ich mir gleich, dass das ein Schlappschwanz ist. Was mache ich denn jetzt? Am besten, ich halte mich erst einmal in Verborgenen und gucke, ob ich irgendwas rausfinde. Und Sie sind sicher, dass dieser Rufus naiv genug ist, Ihre Verlobte hierher zu bringen? Absolut. Er ist eine egoistische, raffgierige Ratte. Der Ausblick, nach Elysium zu kommen, wird ihn herlocken. Raffgierige Ratte? Das ist doch... Ich verstehe gar nicht, warum Ihnen diese Frau überhaupt so wichtig ist, Cletus. So wie ich das sehe, ist sie nur ein unkalkulierbarer Risikofaktor für unser gemeinsames Unternehmen. Glauben Sie mir, nach all dem, was sie sich geleistet hat, würde ich sie am liebsten auch auf Deponia zurücklassen. Aber um nach Elysium zurückzukehren, brauche ich nun einmal die Aufstiegscodes. Und die sind leider an ihrem Gehirnimplantat gespeichert. Ohne Goal keine Aufstiegscodes. Und ohne Aufstiegscodes kein Unternehmen. Das gefällt mir nicht. Ulysses wird uns beide exekutieren, wenn er herausfindet, dass es sich bei ihrer Begleitung um... Psst, da kommt er. Röhrenamtmann, machen Sie Meldung. Noch keine Spur von dem Deponianer, Herr Oberkontrollrat. Worauf warten Sie da noch? Suchen Sie weiter. Selbst über diese Drohne ist der Gestank kaum aushaltbar. Es wird Zeit, dass wir unseren Plan in die Tat umsetzen. Sehr wohl, Herr Oberkontrollrat. Machen wir uns an die Arbeit. Je schneller wir das Ganze hinter uns haben, desto besser. Ganz meine Meinung. Ich werde mal auf der Plattform nachschauen, ob dieser Rufus schon da ist. Also halten Sie sich im Hintergrund. Wir dürfen nicht riskieren, dass diese Ratte ihren Schwanz einkneift, bevor wir die Aufstiegscodes in Händen halten. Moment mal, dieser Cletus sieht ja genauso aus wie ich. Nicht ganz so attraktiv vielleicht, aber was hat das nur zu bedeuten? Außerdem hat mir das Gespräch überhaupt nicht gefallen. Ich habe nicht alles verstanden, aber die haben doch was vor. Und keinesfalls kann ich zulassen, dass Goal dem Organon in die Hände fällt. Zuerst werde ich mir allerdings diesen Cletus vorknüpfen. Gnade ihm Schrott, wenn er vorhat, mich zu hintergehen. Gut, dann gehen wir hinterher. Okay, fährt mit dem Fahrstuhl. Fahren wir mal hoch. Hm.
ölige Frisur, hässliches Cape und steifer Kragen. Was findet Goal nur an diesem Lusch? Tasche. Das Gepäck von dem Kerl. Ich wette, er hat den Seitenschneider vergessen. Natürlich nicht. Man weiß ja nie, wann man nicht mal ein Gitter aufschneiden muss. Ölige Frisur, hässlich. Was findet... Und dann redet mal. Cletus, Rufus, endlich stehe ich dir gegenüber. Irrtum, ich stehe dir gegenüber. Von wegen, ich stehe dir mindestens 3 Schritte mehr gegenüber. Glaub das ruhig, Bürschchen. Aber genug der Unhöflichkeit. Wo ist Goal? An einem sicheren Ort. Na, das ist ja perfekt, du Genie. Du bist das Genie. Wir hatten einen Deal. Du bringst mir Goal und ich nehme dich mit nach Elysium. Ohne Goal kein Deal. Also, was ist jetzt? Der Deal steht also noch. Nur wenn du deinen Teil der Abmachung einhältst. Oder du dein. Ladies first. Was sagt man jetzt eigentlich? So. Warum sollte ich dir trauen? Warum sollte ich dir trauen? Ich hab zuerst gefragt. Was für eine Vereinbarung ist das zwischen dir und dem Organoch? Tja, warum sollte ich es dir eigentlich nicht erzählen? Deponia wird gesprengt. Was? Ach ja, ich hatte vergessen, dass ich mit einem Höhlenmenschen rede. Deponia. Boom. Boom? Ja, boom. Der ganze stinkende Misthaufen. Und Elysium weiß davon? Von der Sprengung? Na klar, wir haben sie bereits vor Jahrzehnten in Auftrag gegeben. Was dachtest du denn, was die Organ uns den ganzen Tag so treiben? Ihre mechanischen Bärte entfusseln? Und was wird aus den Deponianern? Physikalisch betrachtet wohl hauptsächlich Energie. Theologisch gesehen, sagen wir einfach, für einen Stern am Abendhimmel wird's wohl kaum reichen. Wow, das ist echt starker Tobak. Um ehrlich zu sein, gingen wir davon aus, dass Deponia unbewohnt ist. Immerhin wurde die Oberfläche damals für unbewohnbar erklärt. Aber ausgerechnet jetzt, da die Sprengung unmittelbar bevorsteht, kamen Gerüchte auf. Auf Deponia soll es noch Menschen geben, hieß es da. Darum haben die Ältesten einen Inspektor ernannt, um sich selbst ein Bild von der Lage zu machen. Und jetzt rate mal, wer dieser Inspektor ist. Ich bin es, du Troglodyt. Verstehe. Was ich hingegen nicht verstehe. Mal abgesehen von der Bedeutung des Wortes Troglodyt. Warum hat der Organon nichts von der deponianischen Bevölkerung erzählt? Ulysses Leute müssen doch wissen, dass wir hier leben. Immerhin terrorisiert uns der Organon seit Jahren. Sie erheben Zölle, sie blockieren Handelsrouten und sie klauen Babys im Nordquadranten. Was allerdings auch nur ein Gerücht sein könnte. Ulysses hatte seine Gründe, uns im Unklaren zu lassen. Aber nun kennst du die Wahrheit. Ja, ich weiß alles. Okay, das heißt dann ja, dass Deponia nicht gesprengt wird, richtig? Nein, falsch. Ulysses hat mir alles erklärt. Und wir haben eine Vereinbarung getroffen. In meinem Bericht an die Ältesten wird stehen, dass der Planet nach wie vor unbewohnt ist. Deponia wird also trotzdem gesprengt. Hast du etwa Probleme damit? Ich meine, was interessiert es dich? Immerhin wirst du sicher auf Elysium sein, wenn es passiert. Du willst doch noch nach Elysium, oder? Ja, schon. Aber... Deponia sprengen? Das scheint mir etwas übertrieben zu sein. Ich meine, okay, es stinkt. Es ist keine Augenweide. Sicher kein Ort für jemanden wie mich. Aber ich kenne einige Leute, die hängen irgendwie an diesem Haufen Schrott. Was vielleicht auch daran liegt, dass sie, weiß nicht, darauf leben und so. Schön, das sind alles Idioten, die einen Helden nicht einmal dann erkennen würden, wenn er ihnen den Kohlgarten in Brand steckt. Aber sprengen? Ja, sprengen, abreißen, einäschern, vaporisieren, eliminieren, ausradieren, alles weg. Ratz, watz. Puh. Ist schon hart. Ich meine, mir ist es egal. Aber Goal wird das nicht gefallen? Tja, da hast du nicht ganz Unrecht. Goal hat sich als unberechenbarer Risikofaktor erwiesen. Aber dafür ist vorgesorgt. Was ist das? Das ist eine Bewusstseinsdatasette. Genauer gesagt, ein Backup von Goals Bewusstseinsspeicher. Das wusste ich. Goals gesamter Charakter ist darauf gespeichert. Inklusive aller Erinnerungen. Und zwar vor dem Punkt,
an dem sie einen Blick auf Deponia und seine Bewohner warf. Sie wird nie erfahren, was hier auf Deponia vorgefallen ist. Darf ich auch mal? Finger weg! Das ist kein Spielzeug. Aber es funkelt. Ist das so gesagt Ghoul, so eine Art Roboter oder was? Ich glaube, ich habe da irgendwas verpasst. Aber dass Deponia vom Organon gesprengt werden soll, das hast du doch mitbekommen, oder? Ja, ja, Boom und so. Und dass ich im Auftrag Elysiums Deponia inspizieren soll, um Gerüchten über Leben auf der Oberfläche nachzugehen. Ja, das habe ich auch. Und? Werde ich Ihnen die Wahrheit sagen? Nein, du wirst verschweigen, dass es Leben auf Deponia gibt, damit Deponia trotzdem gesprengt werden kann. Bravo! Dann hast du ja doch alles verstanden. Yes. Oh, Junge, ich bin so gut. Ich bin so... Das werde ich auf keinen Fall zulassen. Tja, dann haben wir auch keinen Deal. Schade. Es hätte dir sicher gefallen. Auf Elysium. Lass mich nur kurz dem Organon Bescheid sagen. Nein, warte doch. Ich habe ja noch gar nicht ausgeredet. Das werde ich auf keinen Fall zulassen. Würde jetzt bestimmt jemand sagen, der an Deponia hängt. Ich hingegen... Nee, super. Ich hasse Deponia wie kaum einer sonst. Ach ja, wie sehr denn? Es stinkt. Na und? Das tut dein Deo auch. Ach, wie nett. Hier gibt es nur Müll. Anwesende eingeschlossen. Ich habe etwas Besseres verdient. Das bezweifle ich stark. Hier leben nur Idioten. Und du bist der lebende Beweis dafür. Oh, wie nett. Sagen wir einfach, ich hasse diesen Ort. Ich weiß nicht. Er scheint zu dir zu passen. Bitte was? Weißt du eigentlich, wie das ist? Jeden Morgen im Müll aufzuwachen? Zwischen Essensresten und Schmutzwäsche, die Spüle leckt, das Klo läuft über, der Kühlschrank ist leer und das Wasser riecht, als hätte es sich seit Monaten nicht gewaschen. Und dann dieses ewige, Rufus, mach den Abwasch, wir arbeiten, räum mal auf. Check mal was, der ganze Planet besteht aus Müll. Wir laufen auf Müll, wir essen Müll. Ihr wollt, dass ich den Arsch hochbekomme? Ihr könnt meinen Arsch von hinten bewundern. Ich gehe dahin, wo Potenzial kein Düngemittel ist, das man auf Kohlbeeten verteilt. Was kann man in eurem Müll denn bestenfalls erreichen? Scheiß Bürgermeister von Scheißhausen werden? Der Job, für den sich selbst der feine Herr Drückeberger zu schade war? Ohne mich. Hörst du, Paps? Ohne mich. Und weißt du noch was? Ich hoffe, du bist über einer Jauchegrube abgestürzt. Ich wink dir zu, wenn ich dich auf dem Weg nach Elysium überhole. Guck mal, wer ist denn jetzt der kleine Dreckspatz? Wer ist denn jetzt der Dreckspatz? Donnerwetter. Du scheinst Deponia tatsächlich zu hassen. Der Deal steht also noch. Nur wenn du deinen Teil der Abmachung einhältst. Oder du dein. Ladies first. Das hat man schon. Warum siehst du mir so ähnlich? Irrtum, du siehst mir ähnlich. Gar nicht. Du siehst mir viel ähnlicher als ich dir. Nur, dass ich nicht so hässlich bin. Du bist sogar noch viel hässlicher. Hast du in letzter Zeit mal in den Spiegel geschaut? Das ist sogar meine Lieblingsbeschäftigung. Wie bei mir. Hör auf, mir alles nachzuplappern. Nur wenn du aufhörst, mir alles nachzuplappern. Aber du plapperst mir doch alles nach. Nein, du mir. Nein, du mir. Ach ja? Ach ja? Ach ja, haha? Seid ihr nicht fertig oder was? Ich gehe und hole Gold. Na endlich. Ah, alles klar, gut. Können wir die mitnehmen? Finger weg, verdammt. Können wir nicht. Alles klar. Hätte ja klappen können, ne? Hätte ja klappen. Gut, dann holen wir mal Ghoul. Ich kann
nicht näher ran. Die Organons würden mich sehen. Okay. Kann man hier irgendwo weg? Wir kommen da aber nicht weg. Habe ich irgendwas vergessen? Irgendwas vergessen? Ich komme nicht vorbei, das ist ja Blödsinn. Der Organon hat genau den ganzen Stickerboom. Stört dich das etwa? Nee, super. Ach ja, wie sehr denn? Na, hatten wir schon. Ich gehe und. Ja. Aber wie soll ich denn bitte hier runterkommen, wenn der Typ da steht? Seht ihr doch ja nicht. Warte mal. Können wir den jetzt hier reinmachen? Ja. Okay. Vielleicht kriegen wir das Licht irgendwie aus. Warte mal. Das? Und das? Wenn ich anfange, meinen Kram mit jedem Steinchen zu benutzen, dann komme ich in das Stein. Elysium. Dann das hier, genau. Tödliche Schusswaffe. Check. So, dann nehmen wir das und einen Kiesel. Munition. Check. Und dann können wir auf die Lampe. Genau. Nur die Ruhe, Argus. Wir sind hier auf einem Müllplaneten. Mich überrascht eher, dass die Lampe nicht schon viel früher explodiert ist. Genau wie es dieser ganze Planet endlich tun sollte. Und jetzt bitte weitermachen. Nein, das wird dann doch nur glitschig und eklig. Wie wohl das Kopfkissen von diesem Kletes aussieht. Ja, also. Das und das. Wir können ja bestimmt das jetzt holen, genau. So, und dann. Okay, jetzt haben wir einen Lampenschirm. Flagge und. Aha! Zusammen mit dem Lampenschirm sieht die Flagge aus wie der Umhang von diesem Kletes. Fehlt nur noch die schleimige Frisur. Warte mal, guck mal, das und das. Genau. Das wird noch cooler als meine alte Lampenschirmnummer. Genial. Und auf geht's. Okay. Diesmal habe ich mich wirklich selbst übertroffen. Das wird noch cooler als meine alte Lampenschirm. Halt! Wer da? Ich bin es nur, Kletes. Wollten Sie nicht auf der Plattform warten? Ich dachte, ich vertrete mir mal die Füße. Von da oben ist doch alles sehr schwer zu erkennen. Irgendwie gefällt mir Ihre Haltung nicht. Dabei mache ich täglich 2 Sit-Ups. Ich hoffe, Sie haben unsere Vereinbarung nicht vergessen. Ja, wie könnte ich? Haben Sie denn die Datasette bereit? Ja. Und? Wo ist sie? Ach,
Ich Schussel. Ich habe sie wohl auf der Plattform liegen lassen. Beeilen Sie sich, Mann. Uns läuft die Zeit davon. Gut, das ist immer nicht vorbei. Gehen wir wieder hoch. Und reden nochmal mit dir. Die Organons erzählten etwas von einer Backup-Datasette. Das hat dich nicht zu interessieren. Du bringst mir Goal und ich nehme dich mit nach Elysium. Mehr haben wir nicht vereinbart. Wir schreiben uns also nicht gegenseitig was in unsere Poesiealben. Nein. Ich brauche die Backup-Datasette. Da muss ich dich enttäuschen. Die hilft nicht gegen mangelnde Hirnkapazität. Ich brauche sie trotzdem. Und wozu, wenn ich fragen darf? Ohne die Datasette komme ich nicht an den Organons vorbei. Das ist ja wohl dein Problem. Hör mal, Rußschmutz, Rufus. Mir ist es doch egal, wer Gold zu mir bringt. Wenn du es nicht schaffst, dann schaffen es die Organons mit Sicherheit. Aber ihr nehmt mich dann trotzdem noch mit, oder? Verzieh dich. Ist bewusstlos. Was hast du getan? Ist ihr Implantat beschädigt? Keine Sorge, es geht dir gut. Ja, okay, super. Aber das Implantat, ist das Implantat noch intakt? Ich glaub schon. Was heißt das, du glaubst? Ohne Golds Implantat werde ich Deponia nie verlassen können. Dann gib mir diese verdammte Datasette, damit ich sie endlich aufwecken kann. Ja, okay, fein. Hier hast du die Datasette. Aber wenn sie wach ist, bringst du sie unverzüglich hierher. Ist das klar? Und gnade dir Gott, wenn das Implantat beschädigt ist. Du liebst sie wirklich, oder? So, jetzt müssen wir uns freilassen. So. Dann mal wieder verkleiden. Genial. Und auf geht's. Diesmal habe ich mich wirklich selbst übertroffen. Ja, das hast du schon gesagt. Halt! Wer da? Ich bin es nur, Cletus. Und? Was und? Die Datasette. Haben Sie sie gefunden? Na klar, hier ist sie doch. Keine Panik. Wo? Ich kann kaum was erkennen. Und überhaupt, was lungern Sie eigentlich so im Schatten herum? Kommen Sie her, Mann, damit ich Sie sehen kann. Aber, Amtmann, seien Sie doch bitte etwas höflicher. Sie vergessen, dass wir alle für dasselbe Ziel arbeiten. Lassen Sie den Botschafter passieren. Je schneller er diesen Rufus und damit die Aufstiegscodes gefunden hat, umso schneller können wir mit unserer Mission fortfahren. Jawohl, Sir. Ich glaube, dass der Herr Botschafter den Ernst der Lage sehr wohl verstanden hat. Er ist sich sicher bewusst, dass er nur diese eine Chance hat, die Aufstiegscodes wieder zu beschaffen. Und dass wir anschließend unsere eigenen Methoden einsetzen werden. Das stimmt doch, Herr Botschafter. Oder? Natürlich. Puh, das war brenzlig. Ich glaube, ich kann das Kostüm jetzt hier lassen. Ich bezweifle ohnehin, dass sie nochmal drauf reinfallen. Okay. So, ich muss ausprobieren. Geht das hier auch eigentlich? Geht das hier auch? Hm. Das Mosaik zeigt lauter kleine Männchen. Sie scheinen irgendwas zu bauen. Die schäbig gekleideten tragen riesige Stahlträger über eine steile Rampe nach oben. Die Schicken stehen daneben und designen modische Schnörkel. Hey, das ist die Aufstiegsstation. Der Aufbruch nach Elysium. Und ich bin dabei. Okay.
Schade, dass ich das andere Ding nicht mehr machen kann. Ah, vielleicht geht's später noch. So, dann gehen wir mal zu Goal, mal gucken. Goal! Sabalot, sie ist verschwunden. Was war denn hier los? Ob sie von den Organons erwischt wurde? Unsinn, das kann nicht sein. Was hätten sie erwähnt? Aber wer sollte sie sonst verschleppt haben? Ich muss sie unbedingt finden. Das, bevor dieser Argus es tut. Vielleicht finde ich irgendwelche Spuren. Und das machen wir im nächsten Part. Bis dann. Ciao.